Und somit fehlt uns bis zu 50% der Ernte. Wenn die Trockenheit in den nächsten Jahren so weitergeht und der Maisertrag so gering ist, werden wir weniger Futter pro Hektar haben und dadurch das Problem haben, nicht mehr alle Tiere zu ernähren können. Und das kann dazu führen, dass unsere Tierbestände weiter sinken. Normalerweise wäre um die Jahreszeit noch richtig grünes Laub kräftig, aber man sieht ja, es ist schon abgestorben. Hier sind auch Pflanzen, da ist überhaupt nichts Grünes dran mehr hier oder hier so eine. Und dementsprechend ist natürlich unten drunter auch nichts. Die Kartoffeln sind ja im Kartoffeldamm. Die Ernte steht erst im September, Oktober an. Aber hier wächst natürlich nichts mehr und hier würde jetzt auch ein Regen, der jetzt kommt, auch nichts mehr nutzen. Dort, wo es seit Wochen nicht geregnet hat, rechnen wir mit erheblichen Ertragseinbußen in der Größenordnung zum Teil bis zu 50% bei Körnermais, bei Zuckerrüben, aber auch unterdurchschnittliche Erträge bei Kartoffeln.